Moin, heute ist der 12.09.2023. Befinde ich mich mal wieder in Ahrenfühlfeld. Das letzte Mal war ich im Mai hier. Und jetzt ist das Repowering hier, glaube ich, abgeschlossen. Die 115er stehen und die N80 sind weg. Ja, und ich bin jetzt gerade irgend so ein Schweineweg drin gefahren. Aber gut. Ah, Muckis, alles klar? Jawohl. Süß. Süß, süß, süß. Ach, herrlich. Ja. Letztes Mal bin ich einen weiter oben reingefahren, ne? Diesmal bin ich hier ein bisschen, ja, zu früh rein, aber ist egal. Ich fahre einfach mal hier weiter. Na, da ist nämlich ein Tor. Ja, hier oben ist immer halt so schwierig. Ist wie Ostfriesland auch. Überall sind Zäune, Tore. Ja, ist halt echt doof. So. Ja. Aber man sieht sie ja hier, ne? Die Anlagen. Könnte man auch schön pennen hier oben. Herrlich. Geil. Nice. Und ganz hinten, da bauen sie, glaube ich, noch 138, wo ich letztes Mal lang bin. Da steht gerade ein Kran. Ich glaube, das sind die auf 81 Meter Turm oder so. Ja, mal gucken. Morgen werde ich dann mal zur Messe marschieren, zur Husumwind. Bin mal gespannt, ob es da was Schönes gibt, was es zu bieten hat. Aber naja, große Hoffnung mache ich mir nicht, dass man da irgendwas absahnen kann. Ne? Wir müssen alles sparen. Aber gut, ist halt so, ne? So, ich halte mal hier an. Ich halte mal hier an. Ja, bei dem. Ja, guck mal hier. Nee. Durchfahrt für Baufahrzeuge, Windpark verboten. Aha. Naja, ich bin ein Baufahrzeug. Guck mal, wie die bläken schon. Nee. Nee. Na? Kennt ihr mich noch? Der Verrückte ist wohl da. Ich grüße euch. Ja, ich glaube, zu dir bin ich mal gelaufen hier, zu die Gamma. Nee. 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 Na, mal gucken, ob ich das mit ins Video nehme. Nee. Naja, wenn man alleine unterwegs ist, muss man sich irgendwie unterhalten, oder? Und wenn es mit den Tieren ist. Ja. Naja, so sieht's aus hier drüben. Da hinten ist die schöne Enercon. Obwohl ich die Nordex N80 schöner fand. Aber gut, sind sie alle weg jetzt. Schade, ey. Schade, schade. Da hinten noch die Senvion. Da ist die Nordex, die fette 117er war es ja, ne? War es 117? N117? Nee. Ich glaube ja. Mensch, ich war das mal hier, ey. Ich denke mal schon. Ich denke mal, es wird doch nur ein kurzes Video, weil ich war ja erst hier und habe ein Video, ein ausführliches gemacht eigentlich so, ne? Mit Drohnenflug und sowas etc. pp. Ich will das ja nicht unnötig alles so verlängern. Oh, jetzt kommt noch ein Trecker. Naja, fahren wir ran hier, wenn da ein Trecker kommt. Na, filmen wir derweil weiter, bis der Trecker vorbei ist. Ach, herrlich. Ah, ich glaube, die Teile sind jetzt auch schon weg. Jetzt wäre ich mal zu einer hingefahren, hätte mir die angeguckt noch. Die guten N80. Ja, ja, die Muckis. Grüßt euch. Na, alles klar hier? Ihr chillt so ab? Ach, was wartet denn hier? Ihr bestimmt Futterballer oder ihr wollt in den Stall. Ihr wollt vielleicht die Mulken werden, was? Naja, dann wartet man noch ein bisschen, ne? Junge, Junge, das sind aber auch viele, du. Ehrlich. Naja, schön. Na, ich fahre jetzt einfach mal hier lang. War jetzt auch kein Schild da, also dürfte man das hier machen. Ist ja auch für die Techniker der Weg hier und solange kein Schild jetzt da steht, kann ich euch mal zeigen, die 115er hier, die EP3, ne? Ja, wie gesagt, ich habe mit jemandem gequatscht bei der Messe und das habe ich glaube im anderen Video auch schon alles erzählt. Wiederholt sich halt, ne? Und das ist halt die hier mit Kugelnabe schon, die Enercon. Ja. Und die nächste kommt halt bei Paderborn, diese 175er, die Enercon, leider. Gerade da unten die Ecke, wo ich eigentlich so gut wie nie hinkomme, ey. Fuck. Das ärgert mich ein bisschen. Naja, aber was willst du machen, ne? Irgendwann muss ich mal da runterfahren. Weil es zieht mich immer hoch an den Norden, ne? Ich bin so, ja, norddeutsches Kind lieber. Ich fahre nicht so gerne in den Süden irgendwie. Warum auch immer. Ja, weil es auch immer so warm ist. Gut, da gibt es auch ein paar schöne Seen bestimmt, ne? Ich brauche halt Wasser, Wind. Ach, sieht schon geil aus. Meer. Ich kann mal ein Foto machen. Also ihr habt gesehen, die Nordex N80 Teile liegen noch da. Maschinenhaus habe ich gesehen. Die Rotorblätter liegen auch noch da. Ja, dann mal gucken, wie nah ich jetzt rankomme, ob ich bis 115er komme. Schauen wir mal, wa? Ja. Ah, hier bin ich doch gestern erst lang gefahren. Stimmt. Stimmt, stimmt. Den Weg bin ich gestern gefahren. Jawohl.
Ah, hier die Schafe wieder, die jetzt rumgebrüllt haben, ne? Sind jetzt etwas befriedigt, obwohl jetzt blicken sie gleich wieder. Die denken immer, der Bauer kommt oder der Landwirt oder Schäfer oder ja, wie die Bezeichnung halt ist, ne? Ja, schon cool. Geile Ecke hier. Bei der stand ich auch schon mal, glaube ich, hier. Die N80 mit Gamma-Maschinenhaus. Ah, hier ist ein Tor, war, oder? Ah, nee, sieht zum Maisfeld. Okay. So, da ist sie, die Enercon E915. Sie dreht sich. Ach so, auf dem Messestand bei Vestas, da war eigentlich gar nichts, kein Modell, nichts. Also richtig mager. Auch keine Prospekte. Ja, weil die alle auf Digitaldruck umschwenken halt. Ne, dann kann man sich das so ausdrucken. Ja, finde ich schade. Aber gut, der Umwelt zuliebe, ne? Ich sage, früher war alles besser. Da hast du alles in der Hand gekriegt und gut war. Ist halt immer ein Für und Wider, ne? Ja, hier seht ihr so gut. Die kleine, feine E115, ne? Dreht sich fleißig hier, die EP3. Na, die hat hier, glaube ich, das ist die E3 dann mit 4200 kW. Hier hat sie schon die Kugelnabe dran, ne? Ja. Nicht mehr diese klobigere. Ja. So sieht das hier aus neben dem Park. Sehr schön. Nee. Da hinten ist auch noch die andere. Ja, Namenhöhe war ja irgendwas mit 99 Meter oder so in den Dreh, ne? Ich hab schon vergessen. Da hinten seht ihr die N80, das Maschinenhaus. Ja, da stand sie dann halt, ne? Nur ist sie weg. Ach, schon krass über die Sache gewachsen, über das Fundament, war. Wow. Jetzt würde ich da hinfahren, da ist natürlich jemand, habe ich gerade gesehen. Schade, Banane. Das ist doof. So, jetzt fahre ich mal hinter hier zur anderen 115er. Ich bin jetzt einfach mal den Weg reingefahren. Steht uns damit verboten, da sind halt die Tore sind offen und ja, wird schon keiner zumachen. Ja, fahren direkt auf eine Nordex N80 zu. Ah, das sind schon geile Kisten, ey. Wie schön tief die kommen mit ihren 60 Meter. Ne? Hast noch ein bisschen 20 Meter Luft ungefähr. Ja, ein bisschen mehr. Naja, obwohl, ne, das könnte hinhauen. 60 Meter Namenhöhe, Flügel ist um die 40 Meter lang. Ja, das könnte passen. Hier ist noch das Maisfeld. Tja, ah, ich bin gerne hier oben. Wie gesagt, Wetter spielt jetzt auch wieder mit. Auf der Huse mit hat es übelst geregnet. Ja, kann ich mir leider nicht angucken. Die baggern da, die sind da gerade am Baggern. Da will ich jetzt auch nicht da rumkrauchen. Nee. Das ist nicht so mein Ding. Na egal, ihr kennt sie ja, die Nordex, ne? Wie gesagt, wenn ihr interessiert, wie groß sie ist, ich habe sie ja im Video drin, wo ich oben drauf war. Wo damals die Einweihung war. Vor diesem Windpark. Ja. Aber ich könnte mich mal jetzt hier hinstellen und mal ein bisschen Käffchen suppeln, ne? Irgendwie ist da ein schöner Platz hier, oder? Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Ich störe hier eh hin. Ich stelle mich jetzt einfach mal frech hier hin. Und habe schönen Blick auf die Enercon hier. Ja, doch, das ist jetzt eine gute Zeit. Kurz vor 3 ist Käffchen-Time. Yeah. Fahren wir mal ein Stück zurück. Ja, da hinten ist ja wie gesagt der nächste Windpark. Huch, noch fast ein Berg gefahren. Ei. Ja, mit Enercon, was sind das, 82er. Und eine fette EP3, 138er, wow. Geil. Ja, geil. Ja, es gibt hier oben so viele Windparks, ich komme wie gesagt nicht mehr mit. Und ja. Die aus meiner Jugendzeit, wo ich hier oben gewohnt hatte und sowas, die meisten Windräder sind ja schon, ja, oder die existieren noch, aber nicht mehr lange halt, ne, sagen wir mal so. Ja, und das ist halt eine N80 auf Gamma Maschinenhaus, ne, wo ich immer lange gerätselt hatte. Ja, eigentlich sollte es so aussehen. Also mir gefällt definitiv das Maschinenhaus besser als dieses. Das finde ich halt nicht so schön, das ist nicht so meins. Aber ist doch scheißegal, ne? Hat jeder so seinen Geschmack. Ich könnte theoretisch mit der Drohne nochmal fliegen. Habe ich da Bock drauf? Gerade nicht. Irgendwie. Habe ich Bock auf Kaffee erstmal? Ich werde sehen. Lasst euch überraschen. Auf jeden Fall wieder jede Menge Videos zum Schneiden. Ja, auf der Messe habe ich leider nicht so viel gefilmt. Ich weiß nicht, ob ich da dann. Ich habe hochkant gefilmt, ist doof. Ne? Ich könnte höchstens Shorts machen. Auf YouTube und sowas. Ne? Ja, das war mir zu doof, da mit der Kamera rumzurennen und zu quatschen. Und ja, das ist nicht so. Früher habe ich das mal gemacht, aber. Heute bin ich schon ein bisschen scheuer.
Ist egal. Ein bisschen was sieht man ja dann mal. Kurze Videos habe ich mal gemacht, so, ne? Aber sie hat mir gefallen, die Messe. Und ich bin positiv überrascht, muss ich sagen. War eine gute Atmosphäre. Sehr hübsche Frauen. Ganz wichtig. Ja. Nee, hat Spaß gemacht. Und alle sehr nett. Nicht jetzt übertrieben, so wie man es manchmal so arrogant, so gut, gibt es immer welche, ne? Aber ich habe positive Erfahrungen diesmal gemacht. Weil ich habe auch schon mal so arrogante Menschen gehabt, das mag ich überhaupt nicht. Deswegen. Früher habe ich so einen Anzug angehabt auf der Messe, ne? Ja, aber heute ich da ganz normal mit Jeans, T-Shirt und gut ist, ne? Ich wollte schon eine Westersjacke anziehen, aber ich dachte mir, sieht doof aus bei Innercon dann, war. Von daher, und Westers war halt, ja, da war nicht so viel. Ja, egal. Und auf der Messe war es sowieso zu warm für eine Jacke und deswegen. Gut, hier noch gesammelt. Erstmal Käffchen, ne? So, ich habe jetzt meine Käffchenzeit beendet und werde gleich weiterziehen. Ich bin mit der Drohne jetzt ein bisschen geflogen, mal. Ein kleiner Flug nochmal von oben und das Maschinenhaus liegt da nicht mehr, ne? Wo ich hinfahren wollte jetzt eigentlich. Das liegt da nicht mehr. Da liegen nur die Rotorblätter und die baggern das Fundament weg halt, ne? Ah, siehst du, hier war ja mit einem Schloss vor. Ja, so war es halt, ne? Gut, man kann drüber krauchen, wenn man unbedingt möchte. N80, hier 60 Meter Namenhöhe, hier steht alles. Das sieht doch richtig gut aus, das Schildchen, ne? Der Aufkleber. Der ist schon cool. Ja, hier jetzt Abdo. In Nordfriesland. Ja. Ach, ich liebe es. Und dann noch dieses Kaiserwetter. Herrlich. Oh, da hinten. Ach, jetzt wollte ich ja noch so den Siemens Gamesa, den 6-6ern, die haben sie ja auch gedreht. Da werde ich jetzt als nächstes mal hinfahren. Da stehen sie ja auch, siehst du? Oh, die stehen still. Scheiße. Aber Ena hat sich ja gestern gedreht. Dreht sie sich? Ja, da ist er doch. Yippie! Da werde ich mich jetzt nochmal hinbegeben. Ja. Mal gucken, ob ich da mit dem Fahrrad dann ranfahre. Weil der Weg war ziemlich beschissen mit den Steinen da. Das war nicht so schön. Und im Vordergrund sieht man halt die ganzen Senmion. Ja, und die Nordex weiter rechts, die drehen sich auch. Da sind sie. Sehr cool. Also hier kann man schon echt viel sehen. Und jetzt bin ich wenigstens wieder so im Flow drinnen, ne? Jetzt habe ich da wieder richtig Bock drauf. Das dauert manchmal bei mir ein bisschen. Manchmal habe ich nicht gleich die Lust, wo ich hier hochgefahren bin. Das kommt dann erst. Weil auf der Autobahn habe ich nicht so die Lust, an alle Windparks anzuhalten, weil man kennt sie ja nur schon. Ja, da hinten haben wir auch noch schön. Ach, das sind ja die. Ach, wie heißt das Nest? Oh, es liegt mir auf der Zunge. Hm. Ja. Ihr wisst, welches ich meine. Das ist mit der 147er und dem 138er, ne? Oh, Hackenstedt? Nee, Hackenstedt, irgendwie sowas. Süderhackstedt, genau. Jawohl. Ja. Ja, so sieht's aus. Ja, dann denke ich mal, das war's jetzt von hier erstmal so, ne? Repowering beendet, die Nordex sind weg. Die beiden E915 stehen. Und die Nordex da hinten, die N117 steht auch still. Steht auch fertig gerichtet, ne? Und drehen sich alle. Super. Na dann, viel Spaß mit dem Drohnenvideo. Drehen hier hauen. Take us to a place.